Sag, was ist das? Ein Trenchy, ein neuer. Wo ist der Rest vom Mantel? Das sieht aus, wie als hätte man den Mantel so in die Hälfte geschnitten. Hä? Das gehört so. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, Jungs. Ja, muss man verstehen, das ist ein Mädchen. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu Meine Schwester entscheidet eine Woche lang, was wir essen. Teil 3. Dieses Format haben wir bisher zweimal gedreht. Beide Male hat Zano Essen gebracht. Wir haben das aber auch mit 7 Tage Essen aus 7 verschiedenen Ländern gedreht, okay? Es ist aber dasselbe Prinzip. Nur muss man nicht Essen aus 7 verschiedenen Ländern bringen, sondern man bekommt eine bestimmte Aufgabe und muss diese erfüllen. Das ist was Neues. Was für eine Aufgabe? Naja, das Essen muss ja bestimmte Kriterien erfüllen. Und heute ist Zano wieder dran. Nach fast 1,5 Jahren ist Zano wieder dran, Essen zu holen und sich ein bisschen Geld abzusacken, okay? Warte! Darf ich holen, was ich will? Naja, du darfst schon holen, was du willst, aber dieses Essen muss ein Kriterium erfüllen. Zano bekommt eine Woche lang Geld von uns, okay? Also sie bekommt Geld und muss dann damit Essen holen. Jeden Tag bekommt sie 50 Euro, okay? Jeden Tag bekommt sie 50 Euro. Armin ist heute dabei. Wir wissen aber nicht, ob Armin jeden Tag dabei sein wird. Darf ich holen heute, was ich will? Ich habe schon ein Essen, was ich holen könnte. Ich sage dir gleich. Hier nehme ich doch, was du letztes Mal gesagt hast. So, sie hat so 2 Pizza vom Dönerladen geholt, dann hast du Geld behalten. Nein, Pizza Stücke. Schau, ich bin älter geworden und ich kaufe auch mehr ein. So, darf ich bitte heute, ich weiß schon, was ich holen könnte. Ich weiß es jetzt schon. Ja, Sarah, beruhig dich. Ich sage doch noch etwas, was wichtig ist, okay? Okay. Also erstmal bekommst du die 50 Euro, okay? Schnipp, schnapp, schnabidibida. Aber es gibt eine Sache, die sehr wichtig ist und die lautet, Sahar, sag du es ihr. Was? Sahar, ich hab's dir gestern erklärt, wo bist du gerade? Du hast es mir gestern nicht erklärt. Ah! Erklär ihr. Gesund. Das Essen muss gesund sein. Okay. Nein. Kann's gesund und ungesund sein. Beides. Es soll nicht so Junkfood sein. Also nicht so wie McDonald's und so. Genau. Okay. Natürlich, es muss nicht so ein vegetarisches Gericht sein, okay? Ja. Aber ich will damit nur sagen, es soll uns nicht in den nächsten 10 Jahren umbringen. Ach so. Ja, wir wissen, dass du einen Magneten in deinem Körper hast und dieser Magnet zieht dich jedes Mal zu McDonald's, okay? Wir wissen das. Ich habe 39 M's, ich spare für 1000, dass ich alles kaufen kann. Was? Sie spart für M's, du gibst Geld aus. Ich mache sowas in der Art, ich liebe Burger. Ich liebe Burger King. Ich auch. Alles. Oh. Das ist das Beste von Chicken. Okay, ich muss auf Toilette. Das ist das Einzige, was ich bestelle. Die Bewertung läuft folgendermaßen ab. Du bringst ja das Essen, okay? Und wir müssen nach 2 Dingen bewerten. Erstens, wie es geschmeckt hat. Und zweitens, ob es wirklich gesund war. Es muss gesund sein. Und jeden Tag, wenn du es richtig machst, kriegst du das Restgeld. Okay. Sag, bist du wieder weg? Sag, was ist... Schau mich an. Schau mir in die Augen. Ich bist du da? Pissen, geh schnell. Zahar ist weg. Was ist los mit dir heute? Nichts. Oh, Alter, ich habe eine kurze Hose an, Mann. Haben wir uns die richtige Person dafür ausgesucht, gesundes Essen zu holen? Nein. Ist Subway gesund? Subway ist für mich eigentlich nicht gesund. Aber eigentlich nicht. Aber was? Was soll man denn essen? Bin ich Rasenmäher oder was? Oh, Amen. Grazie. Los geht's. Sano ist gleich da, was ist los mit euch? Warum lachst du? Armin, warum lachst du? Okay, genau. Okay. Hallo. Setz dich. Augen zu. Augen sind zu. Bevor du. Warte, macht eure Augen nicht auf. Ratet. Sowas glaubt ihr. Sind es Bowls? Nein. Was hast du dir dabei gedacht? Also erzähl mal. Ich find's lecker und es ist auch Gemüse drinnen und so. Oh mein Gott, ist das? Hast du Sushi geholt? Nein. Welches Sushi hat Gemüse? Ja. Mach Augen auf. Okay, warte, Augen auf. 1, 2, 3. Chiköfte. Was? Chiköfte. Ich habe das noch nie gegessen. Was ist Chiköfte? Aber ich wollte essen. Das ist ein türkisches Gericht. Warte, Chiköfte? Ja. Ich habe extra zu dem Mann gesagt, können Sie mir ein bisschen Gemüse reingeben. Ist das Chicken oder was ist das? Schau selber. Olo. Hä? Sandra, das ist deine Aufgabe, es zu sagen. Es ist Chiköfte. Ich habe mir auch eins gekauft. Okay, erzähl mal, Sandra, was ist das? Ja, Chiköfte ist von... Oh. Sano, du sollst über das Essen reden. Chiköfte ist... Sie so, Chiköfte ist auch... Das ist ein türkisches Gericht, da ist Gemüse drin und so. Okay, was sagst du? Das ist mein erstes Mal Chiköfte und es ist so lecker. Es ist urgeil gewürzt.
Ja, das ist echt saurige. Mhm. Das sauer macht, das ist urkrank. Leute, das ist Chi-Köfte. Das ist so Köfte mit Chi. Okay. Also, Sano, erzähl. Oh. Du bringst das Essen und erzählst was dazu. Chi-Köfte ist einfach etwas Essen aus Türkei. Und das ist sehr gut und das ist sehr gesund. Da ist Gemüse drinnen. Gut, es ist lecker. Also es ist schon echt gut. Du hast es noch nie gegessen? Also ich habe noch nicht probiert, aber ich habe das schon mal gegessen. Mit Sano mir zusammen. Ja, mit Sano und... Deine Freundin. Ja. Und was ist dann gesund? Also was hast du dir gedacht? Da ist Gemüse drin schon. Und da ist Gurke, drin, Tomaten, Salat, dieser Dienst, was gibt's noch? Ich habe gesagt, gib alle Gemüse rein, alles was es gibt. Ich frag sie, was ist gesund? Und sie so, da ist Gemüse drin, Olum. Ich bin nicht dein Olum. Ich habe zu dem Greg gesagt, gib alle Gemüse rein, was es da gibt. Alle. Er hat alles reingepackt, außer bei mir. Okay. Das Gemüse drin ist, macht es automatisch gesund. Olum, das ist Gemüse. Was willst du von mir? Das ist gesünder als Döner, obwohl Döner auch so Fleisch und Gemüse hat. Also das hat 20 Euro gekostet. Alle vier? Ja, alle vier 20 Euro. Also oh, für uns 3,15. Okay. Nicht schlecht, Sano. Wirklich? Sano, auf jeden Fall muss ich sagen, das hat was. Also hat es heute gut gemacht. Also für mir gibt es 10 von 10. Von Gesundheitsfaktor würde ich so eine 7 oder 8 geben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es zu 100% gesund ist, weil ich habe nicht so viel Ahnung von Chi-Köfte. So vom Geschmack her, ich würde schon so eine 9 bis 10 geben. Okay, interessant. Sano, du, was sagst du? Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie gesund das ist. Gemüse allein. Was ich sehe, ist Gemüse und ich sehe Chi-Köfte. Es kann nur gesund sein, weil was ist denn ungesund? Man, es ist kein Fastfood, es hat so wenig Öl. Also geschmacklich ist es eine 9 von 10. Es ist schon echt geil. Es ist nur vielleicht ein Ticken zu sauer sogar. Ich fand sogar, dass es so sauer war. Diese Knalldings da, diese... Wo man das und da... Ja, nein, nicht das. Sie meint bestimmt diese Brause-Dings dann. Es war so früher, dass du den Mund gegeben hast und sobald du gleich drauf gebissen hast, ist so aufgebrochen. Und dann konntest du dieses Innere, diese Füllung so lecken. Und das war dann sauer. Armin, was? Es ist eine Süßigkeit. Was sagst du? Geschmacklich für mich eine 9 von 10. Vom Gesundheitsfaktor her. Es ist überrascht mich. Sag alles okay? Lebst du noch? Das ist so sauer. Vom Gesundheitsfaktor her überrascht es mich, dass du es doch geschafft hast, direkt am ersten Tag etwas zu holen, was schon in den gesunden Bereich fällt. Okay? Und somit heißt es... Somit heißt das, dass ich das behalten kann. Was machst du mit dem Geld? Fett McDonalds essen. Nein, ich spare erstmal. Echt? Für was sparst du denn? Vielleicht einen Shoppingtag eines Tages. Und dann, und dann habe ich so viel Geld, dass ich wirklich shoppen kann. Und ich komme nach Hause, Mutter schlägt mich, aber trotzdem bin ich. Wir würden sagen, dein Kleiderschrank ist schon voll. Oh mein Gott, alle Mütter machen das. Aber trotzdem, no risk, no fun. Wenn diese Tage fertig sind, ja, ich spare okay das und dann gehe ich fett mit Sahar shoppen. Zusammen. Oh, okay. Weißt du warum? Weil ich will in Zukunft mit dir einkaufen gehen, damit du nicht mehr meine Sachen nimmst. Ja. Tatsächlich Stones mit Socken. Alle verwenden die ganze Zeit meine Socken, okay? Das gleiche ist mit mir und meinem Vater mit Zahnbürste. Was? Wenn ich das schaffe, inshallah, ich hoffe das. Ich hoffe, ich schaffe das noch dieses Jahr. Was? Oder vielleicht nächstes Jahr zu meinem 15. Geburtstag. Ich will mir Schuhe kaufen. Oh, okay. Air Force schwarz. Bitte nicht. Bitte doch. Bitte nicht. Ganz schwarze Air Force. Mir fällt jetzt auf, warum isst du in deinem Trenchcoat zu Hause? Ich gehe in Ausgleich. Zum Beispiel, ich sag, nein, die ist natürlich hübsch. Ich sag zum Beispiel, deine Jacke ist hässlich. Und du findest sie hübsch. Würdest du dir kaufen? Okay. Ja. Zum Beispiel bei dir, Armin. Ich finde deine Jogginghose hässlich. Würdest du dir kaufen? Das ist deine Sache. Bei dir, Alibaba, dein T-Shirt ist hässlich. Würdest du dir trotzdem kaufen? Weil du schön. Aber bei den anderen hast du gesagt, ich würde sagen, aber nein, es ist hässlich. Bei mir sagst du es nicht. Sana, es sagt ja auch niemand was dagegen, aber es ist nur eine Meinung. Ja, kaufst du dir, aber ich würde es nicht machen. Yeah. 130 Euro. Ja. Noch immer teurer, wirklich? Oder? Wie die haben vor das? 2 Jahren, glaube ich, 90 gekostet. Ja. Viel, oder? Und vor 4 Jahren konnte man die noch klauen. Aber ich habe gewusst, es kommt dir etwas Dummes. Shopping Day! Aber wir wollen nicht verhungern. Wir wollen schon, dass wir gutes Essen bekommen, okay? Okay.
war das für ein Mädchen? Sandra, steh auf! Er lacht über Sandras Lache. Damit ich es verstehe, du lachst, weil sie so komisch gelacht hat. Okay, okay. Das war Tag 1 und es ist schon ein vielversprechendes Projekt. Jetzt sind wir gespannt, was sie am zweiten Tag machen wird. Sie holt safe noch Sushi oder so. Also Gesundheitsfaktor ist von mir auch eine 8 von 10. Wir sehen uns an Tag 2. Tag 1 ist beendet. Sieht nicht aus, Süße. Heute ist Tag 2. An Tag 1 hat uns Sano, sagen wir mal, überzeugt mit Chiköfte, okay? Heute wird's besser. Viel besser. Oh. Aber es soll uns satt machen, okay? Weil ich habe heute nichts gegessen. Olum, warst du heute Schule? Ich habe heute auch nichts gegessen. Sano, warum greifst du mich an? Ich habe nur Wasser getrunken. Ich sag nur, Sano, soll mich bitte satt machen. Und du greifst mich an mit Olum. Tag 1 war sehr lustig. Da war Armin noch da. Heute ist übrigens auch der Geburtstag von Masi. Ja. Und er feiert ihn halt in Amerika. Ich habe mir danach geschrieben, Masi, alles Gute, dann hat er geschrieben, Dankeschön. Und dann hat er mir als nächstes eine Nachricht aus Europa geschickt über Flüchtlinge. Also so, dass es wieder mehr Flüchtlinge gibt und er hat mir einfach diese Nachrichten geschickt. Ich habe ihm heute um 1 Uhr irgendwas geschrieben. Was hast du ihm geschrieben? Alles Gute zum Geburtstag, Masi, groß mit Herzen. Er hat mir auch zu ihr geschrieben, groß. Aber Sandro, um wie viel Uhr hast du ihm geschrieben? 22 Uhr. Sandro, du darfst so lange nicht wach sein. Irgendwie vermisse ich heute Armin. Diese Glatze da. Ich denke, er wird mich heute auch hassen, weil er das Essen unbedingt wollte. Oh, das heutige Essen ist etwas, was Armin mag? Sehr. Er wollte das unbedingt haben? Nein, weiß ich nicht, ob er das unbedingt wollte. Oh mein Gott. Okay, kann ich jetzt Geld haben? Warte. Freut euch. Ich denke, das wird euer bester Tag sein. Wie läuft es eigentlich mit den Ersparnissen vom letzten Mal? Mädchen können nicht sparen. Doch. Nimm endlich dein Geld. Okay, 50 Euro. Und bitte denk daran, die Rechnung zu bringen. Ich brauche das für meinen Steuerberater, okay? Ja. Tschüss. Was Geiles. Adios, Babes. Tschüss, Babes. Sarah hat gerade unten angeklingelt. Und Sarah setzt sich gerade hin und bereitet sich aufs Essen vor. Diese Blumen, das sieht aus wie ein I Live Musikvideo, so traurig und so. Okay, sie ist da. Hallo, Sana Baby. Okay, Augen zu. Nee, ich mach Augen auf. Die Augen sind zu. Augen zu? Ja, Augen sind zu. Augen zu? Sana, ich kann nicht meine Augen nochmal schließen, wenn die geschlossen. Doch, es geht natürlich. Augen zu. Ja. Ich glaube, wir bekommen Sushi. Was? Macht Augen auf. Ich habe für dich Chicken Maki geholt. Chicken Maki? Ja. Lecker. Ich meine, ich freue mich. Aber ich wusste nicht so, was mögt ihr für Sushi? Das. Ich weiß nur, du magst McChicken. McChicken? Und für dich Avocado und Sesamrollen habe ich geholt. Ja. Ah, okay. Ihr habt zwei. Oh, zwei Stück. Okay, ja. Hey. Oh, Sana. Ihr dürft auch ein bisschen so süße Sachen. Was? Oh! Warte, ich will zuerst meinen Glückskeks aufmachen. Okay. Ich liebe Glückskekse. Da soll sowas stehen wie, bald sind die Prüfungsdepressionen vorbei. Ah, du hast Prüfungsdepressionen. Sarah, willst du mit jemandem reden darüber? Nicht mit mir, okay? Jetzt mach mal auf. Ihre Argumente zünden jetzt und bescheren Erfolg. Ah, also etwas, was man für jeden schreiben könnte. Das ist so wie Sternzeichengeschichten. Was hast du dir bei dem Gericht gedacht? Also, Sarah, beruhig dich, wir essen noch es nicht. Es ist gesund und es ist euer Lieblingsessen. Sarah, komm runter. Lecker aber findet ihr es gesund? Das ist die Frage. Ja, Avocado, Reis, was will man mehr? Was kannst du mal zum Sushi erzählen? Wo kommt das her? Asien. Wo aus Asien? Wir kommen auch aus Asien, aber wo aus Asien? Also so dieses Kontinent Asien. Aber wo? Japan. Ja, ist richtig, Sano. Das ist stark. Nicht nur im Japan, ganz Asien. Nein, mach's nicht kaputt. Japan ist gut. Japan ist gut, okay? Sag mal, komm runter. Redet weiter. Dort, in Japan, in Asien, kommt meine Bestellung immer an von Shein. Meine
dort seit dem letzten Mal nichts mehr bestellt. Wann seitdem ist meine Bestellung verloren gegangen ist. Wann ist das letzte Mal gewesen? Gestern? Nein, das war Juni. Oh, das klingt so, als würde man sagen, ich bin seit 30 Minuten nicht mehr Alkoholiker. Weißt du? Salo! Sie hat doch mal Essen gegessen. Salo, hör auf damit jetzt. Sag, leg los. Oh mein Gott, endlich. Chicken Maki ist so geil. Wie viel hast du ausgegeben? 29,10. Du hast ja noch Mama Essen gebracht, verstehe. Wer ist von euch krank? Du bist krank, wie es sich anhört. Fang an mit der Bewertung. Bewertung? Also, Taste Test. 10 von 10. Taste Test. Mhm. Gesundheit. Ja, auch 10 von 10, schätze ich mal. Keine Ahnung. Okay, kennst dich nicht aus, ja. Ich achte ehrlich gesagt selten auf gesundes Essen. Ich auch. Sieht man, das sollte ich ändern. Was sagst du, Alibaba? Ich sage, Geschmack ist für mich 8,5 von 10. Da fehlt noch so ein Stückchen bis zu 10. Verstehst du? Es fehlt noch. Wo du sagst, will ich meine Bewertung auch ändern. Und zwar, man hätte ein bisschen mehr Variation reinbringen können. Hey! Ich gebe mal 8,5 für den Geschmack und ich gebe für Gesundheit eine 8. Okay. Weißt du, da fehlt so das gewisse Etwas. Okay, okay. Du könntest doch so ein richtig gesundes Gericht bringen, wo man danach einfach nur noch auf du Wolke sitzt. Es ist nicht vegan. Es sollte nicht vegan. Zum Beispiel Honu Tiki Bowls. Nein, nein, nein. Psst. Nur weil du das willst, okay? Nur weil du das willst. Ich nehme immer Honu Classic. Ja, halt mal. Ich will damit sagen, vom Gesundheit her, es gibt so Gerichte, die esse ich und meine Organe sagen, danke Alibaba. Aber das ist auch gut, ich sage nichts weißt dagegen. Was meine Organe sagen, gib mir einfach Essen, ich bin glücklich. Ja, und deine Organe, wenn du 20 bist, sind dann tot. Kennst du den Begriff Langzeitfolgen? Oder kennst du Folgen nur von Stranger Things Serie, oder was? Kennst du schon mal sowas, schon mal sowas gehört? Ich gebe dir mal ein Beispiel, okay? Sahar, willst du so aussehen in 7 Jahren? Ja. Tja, fällt selber ins Bein geschossen, was? Ich verstehe schon, man muss den Content ein bisschen aufpeppen. Ah, okay. Für ein bisschen Streit sorgen. Ja, ja. Das Essen war gut und somit ist Tag 2 beendet. Das ist stark. Also okay. Kann ich die 20 Euro behalten? Ja, die 20 Euro kannst du behalten, weil du hast uns nicht voll gejunkt mit Junkfood. Du würdest keine schlechte Bewertung von mir kriegen, wenn du es tun würdest. Hm? Was? In meinem Keks steht, du hast ein gutes Herz und wirst bewundert. Das stimmt, ja. Das muss ich mal kurz überprüfen, bitte. Ja, das steht. Ich habe ein gutes Herz und mein Keks ist schon wieder weg. Ich bin gespannt, was du nächstes Mal bringst. Wir wollen Innovation. Wir wollen etwas, was noch nicht da und was gesund ist, okay? Sag, und wir wollen keine Burger. Sie machen Roller, Budget. Sie machen Roller, Budget. Tag 3, wir kommen. Armin ist da, es ist Tag 3. Sano, du musst es noch umziehen, weil das ist am ersten Tag ein Leute. Ja. Armin kommt gleich rauf. Sano wird ihn erschrecken, okay? Was hast du da? Was ist das? Ich hab Langeweile. Biologie war auch scheiße. Ich hab PSG geschrieben und irgendwas. Das sollte so ein Hackerl oder so sein. Du kennst doch diese Horrorfilme mit diesem Stock, so bei wo man. Bam. Eine Axt. Axt, genau. Wenn ich das umkehre, das ist ein L. Dann dachte ich mir so, scheiße. Ich wollte. Das sollte eine Axt werden. Ja, weißt du, wenn ich so mache. Ja, wenn ich so sehe, ist es ein L. Leute, das ist eine Axt. Oh, Armin, kommst du rein? Hallo, 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 wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Boah! Wow. Hallo, Armin! Hallo. Tag 3. Welche Größe ist das, Armin? Was? Das? Ja. Willst du jetzt meine Hose nehmen, oder? Also, mir würde es schon passen. Nein, es ist zu groß, es ist. Das ist XL. Das ist aber ihre Größe, XL. Das würde mir passen. Nein, willst du ihn nackt nach Hause schicken, oder? Ja. Weißt du, ich hatte die Biologie, wir haben über Penisse geredet. Okay. Und alles Mögliche. Wir haben uns tot gelacht, wir haben über Schwangerschaft geredet, über Periode, über alles Mögliche. Ich habe gehört, wenn sich wirklich so zwei Menschen lieben, sind verheiratet und so. Ja. Und die wollen unbedingt ein Kind. Ist zu klein. Heute ist Tag 3 von diesem Essensprojekt. Salo bringt Essen. Ah. Salamu alaikum. Und Tag 3. Unsere Mutter ist da. So? Das ist unsere Mutter. Morgen gibt es noch Suppe von gestern. Salo, du hast bisher deine Aufgabe gut verstanden. Hier sind 3 hungrige Geschwister. Wobei man sagen muss, nicht alle sind deine echten Geschwister. Salo, heute ist noch etwas. Ich gebe dir normalerweise immer 50 Euro. Aber heute bekommst du zwar mehr, aber weil ich es nicht in kleiner habe. Okay, ich habe einen 100er. Versteh mich, dass ich den 50er zurückhaben will. Ich hatte einen 50er vorbereitet, aber ich war Haare schneiden. Ich habe jemanden Gutes. Wer schneidet deine Haare?
Natur. Ich finde das sehr respektabel, danke Natur. Sano? Sagst Natur, aber geschaust oben. Sano, oben am Dach sind Pflanzen. Oder bin ich Rapunzel, dass meine Wohnung voll mit Blumen, Natur und so ist? Es geht los. Ja. Gesundes Essen, das gut schmeckt, okay? Los geht's. Was? Tschüss. Obwohl ich eigentlich nur mal... Die Kinder hier warten auf ihr Essen. Oh, das war unabsichtlich. Okay. Okay, geh. Okay. Das wird fett gesund. Angeblich das Gesündeste bisher. Okay. Augen zu. Augen zu. Wir haben unsere Augen zu. Es ist sehr gesund und ich denke, es wird dir und Zaha gefallen. Armin weiß ich, ich weiß nicht, aber es wird dir gefallen und Zaha. Ich weiß, was es ist. Was? Salat. Ich habe dasselbe gekocht, okay? Ich habe eine Vermutung. Mach Augen auf. Okay. Ja! Oh mein Gott, ja! Ich ja! Wusste es. Oh mein Gott. Sag mal, was ist das? Leute, nein! Schaut mal, was sie für uns gebracht hat und was sie für sich selber gebracht hat. Für mein, wenn ich wieder um 0 Uhr aufstehe, mache ich mir heimlich immer Essen. Okay. Oh. Ist das alles das Gleiche? Alles das Gleiche. Ich habe die Verkäuferin gefragt, so, was ist das Beste? Sie meinte das da. Zum ersten Mal esse ich etwas anderes beim Hono als Hono Classic. Aber wenn du es nicht willst, dann gib's mir. Sano 10 von 10. Behalte alles. Behalte auch die restlichen 50. Wait. Okay, Sana, dann fang an. Ich weiß, du wartest die ganze Zeit. Mach einfach. Es gibt das hier, das heißt Edamame. Die Geschichte dazu ist, es gab mal in der Türkei eine Edda und ihre Mutter hat das für sie immer gemacht. Und sie hat es dann Edamame genannt. Aber in der Türkei heißt es nicht Edamame, sondern Edda-Anne. Aber darüber reden wir ein andermal. Sondern das ist Mamas Essen. Mamas Essen auf die Eins. Nein, ich meine, sie wollte das essen. Auf? 35,40 Euro, okay? Ihr seht, es ist so eine Bowl, da ist so Gemüse drin, da ist Fleisch drin, Reis drin. Zum ersten Mal schmeckt mir etwas, was sehr, sehr gesund ist. Ja, wie wär's mal, wenn du deine Ernährung umstellst? Wie wär's, wenn du dich auch ein bisschen auf deinen Körper achtest und nicht auf meinen Körper, was ich esse? Was sagst du, Sarah? Deine Bewertung? Eine glatte 10 von 10. Gesundheitsdingsbums komplett erfüllt. Geschmacklich komplett erfüllt. Armin, was sagst du? So, schon gut. Ja. So, gesund. Weiß ich nicht, aber wenn sie sagt, dass gesund 10 von 10 ist, dann sage ich auch 10 von 10. Warte. Arme isst mehr als ich, er ist oft draußen. Bei ihm sagst du nichts, bei mir schon. Sana, du hast andere Probleme als ich, okay? Ich habe auch verschiedene Probleme. Musst du persische Schule gehen? Samstag. Aber so geschmackmäßig so 8. Bis 9. Ich sage, vom Geschmack her würde ich sagen 7,5 von 10. Gesundheitslevel 9,5 von 10. Was da? Warum? Was warum? 9,5 warum? Ist gut? Warum ungesund? Wer sagt ungesund? 9,5 von 10. Was willst du von mir? Ja, ich will 10. Ja, wie gesagt, es ist gut. Es ist gut. Okay. Da habe ich es gut gemacht. Warte. Du darfst das Geld behalten. Das Ganze. Ich dachte, du gibst mir alles. Sie hat also insgesamt 60 Euro bekommen. Eines Tages bekomme ich meinen Zehner zurück, wenn du groß bist, okay? Eines Tages? Ja. Du hast will? Ja. Du wirst das niemals zurückbekommen. Okay. Okay. Das war Tag 3. Tag 3 ist zu Ende, Tag 4, wir sehen uns. Willkommen an Tag 4. Ich hoffe, du hast dir für den heutigen Tag was Gutes überlegt. Oh, Armin Chai hat geschrieben. Sag uns mal, wer dir geschrieben hat. Nein! Ja, Armin! Okay. Ciao. Mariam! Nein, da steht, du hast eine Freundesanfrage bekommen. Was ist eine Freundesanfrage? Okay, klären dir. Hey, ich wollte nicht mal was machen. Sano, ich hoffe, du hast dir was Gutes überlegt, denn du musst jetzt schon los. Ja. Ich gebe dir hier 100 Euro wieder. 50 Euro hier. 100 Euro kriegst du nicht. Du brauchst nicht zählen. Das sind 2 20er und ein 10er. Okay, du hast mich gestern schon abgezogen. Los geht's. Gesundes und leckeres Essen. Oh. Sano ist unten und sie läutet jetzt an. Sano ist da. Sano, Leute, nochmal. Hallo, Sano. Geh rein. Augen zu. Hey, Augen zu, Kinder. Armin, kannst du bitte nach rechts rutschen? Das ist. Ich hab die Augen zugemacht. Rechts ist die andere Seite von links. Ja. Ich hab dazu auch eine Geschichte. Macht Augen auf. Was? Ich hab eine Geschichte dafür. Du hast was? Eine Geschichte. Warte kurz. Ist das alles dasselbe? Ja.
Subway? Ich habe eine Geschichte. Hast du Schokolade auf dem Weg gegessen? Ja, weißt du warum? Warum? Die Mitarbeiter kennt mich, haben gefragt, bist du die von YouTuberin? Ich meinte so, ja. Und die haben mir gratis Keks gegeben. Was? Du hast nicht gesagt, dass du auf dem Weg zu uns bist. Gibst du dir noch einen? Wait. Und du hast den Cookie schon verputzt und man sieht das in deinem Mundwinkel. Ja, habe ich. So süß von ihr. Die Frage ist, hast du ihnen gesagt, dass es gesund sein muss? Ja. Ich habe auch gesagt, können sie auch mehr Gemüse reingeben. Mehr. Okay. Wie viel hat das gekostet? 38. 38 Euro. Warte, Sano, warte. Manchmal habe ich das Gefühl, hier wird falsch verstanden, worum es hier geht. Weil ihr legt schon los mit dem Essen, okay? Ich dachte, es ist ein Essen. Ja, aber wir müssen hier ein bisschen quatschen und so, versteht ihr? Sano, danke. Es ist Hühnchen mit Käse. Oh ja, Chicken. Leute. Erzählt was. Subway, was ist Subway? Was Gesundes. Ob Subway wirklich gesund ist? Ihm sagst du nichts. Was? Er hat auch schon angefangen. Ja, weil er unser Gast ist. Ich kann ihm nicht sagen, Armin, hör auf zu essen. Ich bin auch ein Gast. Leute, wir haben gerade darüber geredet, dass wir bald nach London fliegen übrigens. Und wir kommen am 30. zurück, nicht am 31. Oh mein Gott! Ja! Und Sano wollte, dass wir einen Tag früher kommen, also nicht an Halloween zurückfliegen, weil sie mit ihren Freundinnen was geplant hat. Sorry, Sano. Oh mein Gott, diese Jalapenos. Oh mein Gott, das sieht so wild aus. Ja, Weißbrot. Sehr gesund. Oh, Weißbrot. Sano, du hättest Vollkornbrot nehmen können. Ja, immer Vollkorn. Ich nehme immer Vollkorn ist gesünder, also... Ich hatte das da. Nein. Ich kenne mich mit Brot überhaupt nicht aus, was gesund ist. Was? Ich kenne mich mit Brot gar nicht aus, wie gesund ist. Mit Brot? Brot. Das erste Mal, dass ich so eine andere Kombi nehme. Hallo. Hast du das auch so ausgesucht? Das war meine Sache. Ich habe es ausgesucht. Ja, aber ich meine, das ist gut. Der Chicken mit dem Käse in Kombi hat mich ein bisschen an Long Chicken von Burger King erinnert. Ganz wie lecker. Vollkornbrot wäre besser gewesen. Ich kenne mich mit Brötchen nicht aus. Wie oft noch? Ich muss eine Sache sagen. Ich war schon oft bei Subway essen. Aber das ist das beste Sandwich, was ich jemals bei Subway hatte. Schein eigentlich. Kannst du dich daran erinnern, was du reingetan hast? Ja. So? Sag mal. Dieses Brot, dieses Fleisch, du weißt eh. Okay. Paprika, Salat, Gurken und diese Dings, da was scharf ist. Jalapenos. Ja, das war's. Und das Ganze hat wie viel gekostet? Oh Gott, Jalapenos. 38. Mm. Also eure Augen sagen mir, ich darf die 10 Euro wiederbehalten. Armin, warum tust du das Gemüse raus? Junge, du bist hier, um gesund zu essen. Ich... Sai, was hast du? Dieses Keks hat das gemacht. Scheiße. Sano, gib deine Füße runter! Sag mal deine Bewertung. Vom Geschmack 10 von 10, ja. Ohne Frage. Ich glaube, das ist bis jetzt das Beste. Also das, was am besten geschmeckt hat. Wie gesund es ist, bin ich mir nicht so sicher. Ich würde sagen 7 von 10. Also ich finde so vom Gesundheitsstatus auch eine 7. Gesundheitsstatus? Also das ist Beziehungsstatus oder was? Nein, chill, so Gesundheits was? Gesundheitswert oder was? Gesundheitslevel. Gesundheitslevel. Und so geschmacksmäßig ist so auch eine 7. Also bisher war alles gut, aber jetzt komm ich. Okay, geht einfach. Geschmack 10 von 10. Gesundheit 7 von 10, so wie Sahar. Es ist Weißbrot. Wie gesagt, ich kenne mich wirklich mit Brot nicht aus. Okay, aber jetzt weißt du es. Weißbrot, ungesund. Schwarzbrot, gesund. Das soll ich mir auch gut merken. Weißbrot und Schwarzbrot. Welches ist ungesund? Das Schwarzbrot. Sano! Weißbrot! Oh mein Gott, Alter. Tag 4 ist hiermit beendet. Das nächste Mal ein bisschen mehr auf die Gesundheit achten. Okay, ein bisschen mehr auf die Gesundheit achten. Ich glaube, wenn ich mein Modell von Subway bringen würde, hättet ihr alle fett durchfallen. Amen. Wir wischen rüber zu Tag 5. Das ist Hammer! Du hast mich beseitigt, wie kann man so sein? Verdammt, ich gab dir mein Leben, du nahmst mein. Okay, Sano! Willkommen an Tag 5 von unserer Schwester, ernährt uns eine Woche lang gesund. Armin ist heute gerade von der Arbeit gekommen. Ja, ihr habt richtig gehört, Arbeit. Aber er hat berufspraktische Tage in der Schule, also er arbeitet gerade. Und er war in einer Werkstatt und hat sich hier geduscht. Armin ist einfach bei BMW, Leute. 4 Tage lang hat Sano bisher brav überzeugt. Jetzt, nein, seit jeden Tag... Armin, alles gut? Was machst du? Ich
Chick-fil-A ist Sanos Lieblingsessen. Also das ist das Restaurant, wo sie am meisten essen geht. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe es halt so von einer Freundin kennengelernt, so am Mai oder so habe ich Chick-fil-A kennengelernt. Ja? Ist ein wichtiger Datum für mich. Wegen Chick-fil-A? Ja, das ist richtig. Da, ich bin mit Freundinnen gegangen oder ich bin mit Türkinnen gegangen, weil sie kennen das auch. Heute bekommst du wieder 50 Euro. Du kannst mit deinem Geld an sich machen, was du willst, das ist ja dein Geld. Aber wenn du mit Zahar shoppen gehen willst, ist es besser, wenn du es sparst, weil Zahar ist die beste Beratung, die man kriegen kann. Leider. Ich kann nichts dafür. Freundin, schau, wenn man mit einem Freundinnen oder mit Jungs rausgeht, ja, dann muss, geht nicht anders. Was für es Jungs? Geht, ich meinte für dich. Ah, okay. Okay. Chef, du gehst mit deinen Jungs raus. Gibst du nicht Geld aus, wenn du mit Jungsgruppe bist? Er gibt Geld aus, wenn er atmet. Weißt du schon, was du heute holst? Ja. Du bekommst das Geld. Hier 50 Euro. Aha, okay. Mach dein Ding. Wir warten. Du hast hier drei Hungrige. Der Mann war arbeiten, die Frau war lernen. Das siehst du an, wenn du rausgehst? Ja, ich sag's dir, sie geht nicht weit. Das ist meine neue Vermutung. Crocs sind die besten. Das sind Crocs? Ist das typische Crocs oder was? Okay. Das sind echte. Wir sehen uns. Oh, da ist ein Paket vom Nachbarn. Hau das rein. Nehmen wir das. Sind es Hauen? Da dann Konzert? Nein. Armin und Sano warten, Leute. Sano ist schon da. Los geht's. Okay, also. Geh. Wir haben großen Hunger. Okay, jetzt könnt ihr öffnen. Ich weiß aber nicht. Nein, mach nicht auf, Leute. Zu spät. Ihr habt schon aufgemacht. Okay. Indisch. Indisches Essen? Ach so, wegen dem. Okay. Das ist mein Essen. Was? Indisches Essen ist immer sehr würzig, also das ist bei uns genauso. Also wir haben auch sehr würziges Essen. Ja, aber nicht so würzig. Genau. Okay, wartet. Erzähl, Leute, ich denke manchmal, ihr versteht nicht, worum es hier geht. Wir sind hier zwar am Essen, aber die holt das und fängt schon an, hör auf. Und ihr wollt auch loslegen. Wir müssen kurz darüber reden. Oh, wir müssen ganz kurz darüber reden. Das ist die Back-Opening, du weißt, was kommt. Ja, was hast du dir gedacht? Was ist das genau? Einfach so ein, wie heißt das? Rap. Es ist Chicken Tikka Wrap. Was ist drin? Gemüse und Fleisch. Aber ich glaube sogar, dass wir das einmal bei einem Video hatten, oder? Nein, hatten wir nicht. Du hast es mal geholt. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil es ist deine Aufgabe, uns gesund zu ernähren. Damit kann ich mir Kakao holen für 60 Cent. Ich bekomme 10 Cent sogar zurück. Und wir haben genau morgen Kakaotag. Deswegen passt es perfekt. Warte mal, was ist Kakaotag? Ich würde gerade sagen, was ist das? Das ist halt für uns. Wir dürfen, weil wir haben 1. bis 4. Und wir können nicht alle auf einmal Kakao holen. Und morgen ist unser Tag. Morgen ist für den 4. Morgen ist dieser Kakao so gut, dass die ganze Schule in den Pausen auf diesem Kakao stirbt. Ja. Ja, das kostet 60 Cent, das ist so gut. Ja, es kostet 60 Cent. Bei uns in der alten Schule kann ich noch verstehen. Da gab es einen Hotdog-Tag. Was? Der Hotdog-Tag? Ja. Es schmeckt ein bisschen sogar nach Samosa. Ich versuche noch immer herauszufinden, was das ist. Ich sehe auf jeden Fall so, ist das so grüne Gurke oder wie das heißt? Was soll grüne Gurke sein? Ja, so diese Einlegegurken aus Gläsern. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich mit meinen Girls gehen sollte beim Essen. Das schmeckt gut. Ja. Aber was können wir zum Gesundheitsstatus sagen? Also ich weiß nicht, wie gesund das ist, ehrlich gesagt. Ich glaube gar nicht. Es ist urfettig, schau dir meine Hände an. Ja, aber im Vergleich zu Fastfood zum Beispiel, das Fleisch ist so zart und es wirkt auch so wirklich gemacht und nicht irgendwo eingelagert und mal warm gemacht. Das stimmt. Und ich sehe halt auch so Gemüse so verarbeitet in dieser Soße. Es geht nicht um die Konsistenz. Du kannst 17 Kilo Gemüse reingeben, aber wenn das Fleisch komplett fettig ist, dann ist es dennoch ungesund. Das ist nicht, sagst du, magst es nicht, aber isst es trotzdem. Natürlich, ja, weil er alles isst. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so undankbar und selbst nein. Yeah. Du könntest einmal undankbar sein. Willst du es haben? Willst du es abgeben? Ach so, sie will es essen. Ja, das ist dann. Das ist ein. Wenn man nicht zu Hause kocht, ist das wirklich sehr schwer, was komplett Gesundes zu holen. Das ist mal das Erste. Okay? Das so ein Essen ist halt doch irgendwo viel besser als ein McDonald's Burger. Weißt du, Sano? Nicht enttäuscht sein, aber ein McDonald's Burger ist halt nun mal überhaupt nicht gesund. Aber lecker. Ja. Aber geil. Wollt ihr schon eure Bewertung abgeben? Mm-mm. Noch nicht? Ich muss doch warten. Und dann denke ich über den Geschmack nach. Digga, Amen. Wenn ich es esse, kann ich jetzt nicht so sagen, so, wie es schmeckt. Hä? Armin, du bist fast fertig. Also, du musst es komplett fertig essen, damit du sagen kannst, wie es schmeckt? Ja. Aber es kommt kein anderer neuer Geschmack beim letzten Bissen, das weißt du. Ja, aber ich kann diesen Nachgeschmack und diesen kompletten Geschmack so komplett im Mund so haben, verstehst du? Keiner versteht das hier. Das heißt, du kannst zum Geschmack noch nichts sagen. Was heißt denn wohl?
Das heißt, du kannst zum Geschmack noch nichts sagen. Ich hatte keinen Wurstcrack. Nein? Also so geschmacksmäßig. So. Gib ich eine 3. Ja, eine 3 von 10? Ja. 3 von 10. Ja, es hat mir nicht gefallen. Hat dir nicht gefallen? Nein. Wieso isst du's? Ja, weil du den ganzen Weg gegangen bist, es gekauft hast, hergebracht hast. Du nicht so! Du hast einfach deinen Hunger gestillt. Ja, ich hatte Hunger. Wir machen einen auf diese Dankbarkeitsschiene. Was mit so Gesundheitsdingen? Gar nichts. Findest du nicht? Nein. Okay. So null. Bro, wirklich? Ja. Null, aber null wäre doch so, weiß ich nicht, McDonald's. Okay, 0,5, komm. Oh mein Gott. Nein, egal, okay, 5 ist okay. Es ist nicht 5, es ist 0,5. Ja, egal, geht noch. Ich finde, Geschmack war eine 8 von 10. Ich fand es richtig lecker. Ja. Ich fand es richtig lecker, nur das Brot hätte an manchen Stellen vielleicht ein bisschen weicher sein können. Gesundheitsfaktor. Olof, denk dran. Ich habe fast einen Tag habe ich überlegt, was ich holen soll. Okay. Und genau da, wo ich gegangen bin, ich weiß, es ist ja nicht, dass wir nicht schätzen, was du geholt hast. Das geht ja nicht darum. Aber ich weiß jetzt nicht, also ich finde jetzt nicht, dass das Gesündeste war. Stirbst du? Gut. Fester! Ja, also, sehen meine Augen normal aus? Was? Depri-Kind, ein Liverhand oder was? Nein, nein, nein! Hab was besser gesagt! Also 8 von 10 und Gesundheit 3 von 10. 3 von 10? Okay. Ja. Ich das Brot war weiß. Weißes Brot ist ungesund. Ja. Und schwarzes Brot ist gesund. Ja, ja, genau. Genau. Ah, aber was ist noch gesunder? Brot, ich sage Geschmack. Geschmack sage ich eine 7 von 10 und ich sage Gesundheitsfaktor, das ist eine 6,5 von 10, locker. 6,5, weil das Fleisch ist nicht so, das Fleisch war zart auf der Zunge und hat mein Herz abgeholt. Und warte, jetzt müssen wir halt ausrechnen, weißt du, so von 30 Punkten. Ja, so, aber ich glaube, man muss gar nicht rechnen. Heute ist der einzige Tag, wo du das Restgeld nicht behalten kannst, weil halt, wir sind halt fair, verstehst du? Das ist normal. Mein Lieber, was ist das? Nein. Lauf, Sarah! Lauf! Lauf! Nein. Ich bin mir sicher, in ein paar Wochen sind sie trotzdem weg. Stimmt, eigentlich bekommen sie immer meine Münzen automatisch. Und sie hat die Münzen gebracht. Ich hab gewonnen! Ich hab ihnen gesagt, geben sie mir alles in Münzen zurück. Oh Gott, Leute. Was sie gesagt hat, sie so... Okay. Ja, egal. Was? Hast du? Das war was? Sie lachen, weil meine Mutter kurz vorbei wollte und ich gesagt habe, wir sind gleich fertig. Heute. Ja, die müssen auch behalten für Kakao, bitte. Ja. Tag 5 ist hiermit beendet. Tag 6, wir kommen. Leute, nicht schon. Warte, was ist? Sana ist unser Gast. Weit sind wir gekommen, es ist bereits Tag 6. Heute ist Armin leider nicht dabei, er hat glaube ich bis 16.30 Uhr Arbeit. Also der letzte Tag war vorgestern. Der war lustig. Okay. Sama, warum schaut ihr dich so an? Ich weiß, ich habe das Gefühl, sie will irgendwas. Sie hat mich angeschaut, ich habe sie angeschaut. Ich dachte, sie will was von mir. Oh, wie geht's dir? So normales Essen wäre besser. Was ist normales Essen? Kein Vegan. Das ist kein Vegan. Nichts davon war vegan. Burger King, uff. Am heutigen Tag ist Armin leider nicht dabei. Wieso freust du dich? Ihr habt doch voll Spaß und lacht miteinander. Ja, weißt du, warum sie sich freut? Warum? Weil sie mehr Restgeld behalten. Nein! Oh. Alle Jungs in unserer Schule, die haben Glatze. Es ist voll Trend jetzt geworden. Voll Trend? Das hat sie mir vorhin erzählt, dass irgendwie alle sich jetzt Glatzen machen. Wirklich? Und dass die anderen dann zu den Jungs sagen, haha, du siehst aus wie Dink. Okay, wie Armin? Nein. Wie wer? Oh! Ah, geht's um Johnny? Leute, ich schwör's euch, Pubertät ist wirklich das Schlimmste, was es gibt auf diesem Planeten.
Thema wechseln, warte. Also, in Zahnarztschule gibt's Glatzen, Armin ist nicht da. Bekomme ich jetzt 50 Euro? Warte, Schalo! Oh, vorgestern haben wir auch noch gelernt für Deutsch. Ich habe 3er. Zahnarzt in Deutsch einen 3 geschrieben oder einen 3er, wie man es in Österreich sagt. Mhm. Also, bei uns in der Familie gibt's ein System, wenn man eine Note schreibt, dann kriegt man Geld dafür. Okay, also wenn man zum Beispiel eine 3 schreibt, dann bekommt man 3 Euro. Wenn man eine 1 schreibt, bekommt man 1 Euro und bei einer 5 schreibt, bekommt man 5 Euro. Ja! Okay. Das stimmt nicht. Ich hatte Angst, weißt du, weil am Abend vor ihrer Schularbeit haben wir geübt, wie man eine Bewerbung schreibt. Ja. Okay? Und wir haben einfach als Beispiel genommen, dass wir eine Bewerbung für eine Stelle als Einzelhandelskauffrau schreiben. Ja. Und da habe ich Sätze mit ihr formuliert. Irgendwas mit ja, dass sie sich für Mode interessiert und so und weiter. Und ich dachte halt... Und heute habe ich sie gefragt, was musstest du bei der Deutschschularbeit schreiben? Und sie so, ja, als Köchin. Also eine Stelle als Köchin. Ja. Ich so, okay, aber du hast nicht das mit Mode geschrieben. Nein. Was hast du aber bei Köchin geschrieben? Ihr Name, irgendwas so, dass sie gut kocht, kein irgendwas davon, dass sie sich interessiert. Wofür? Für Kochen. Sie will Chefkoch sein. Okay. Chefkoch in Italien. Und 50 Euro für das Essen. Und übrigens, wir waren in Italien. Okay, Italien war echt nice. Es kommt aber bald noch nach Italien. Los geht's. Das, was ich eigentlich mal holen wollte, ihr würdet mir fix sagen, nein. Ihr werdet uns... Und das wäre zu okay, klein. Was wäre es gewesen? Ihr wisst, was Pepco ist. Vorher Pepco, wisst ihr? Trzydziestdziewski, ja. Ah, ja. So Brötchen. Ja. Raus hier, okay? Hol was Richtiges. Raus hier, okay? Raus. Es sind circa 30 Minuten vergangen. Sarah wartet da jetzt gerade alleine. Also sie hat sich gerade hingesetzt, weil Sano ist schon vor der Tür. Oh, Sano ist da. Hallo, Sano. Hallo. Okay. Was haben Sie denn Schönes für uns? Gers auf dem Tisch. Okay. Selbst. Ich soll auf den Tisch gehen? Okay. Ja, warte. Alibaba, geh runter vom Tisch. Sano, komm jetzt. Wir essen da. Digga, jetzt geh runter und setz dich. Ja, dann lern Deutsch. Aber heute ratet ihr nichts. Doch, wir wollen raten. Nein, aber ich sag nein. Es ist sehr, sehr gesund. Sano sagt nichts. Oh mein Gott, ich weiß schon. Sag nichts. Macht Augen noch. Ich weiß es, es war Piano. Ich hab so... Oh. Okay. Oh, shit. Oh. Mit Shrimps? Und Brot ist auch dabei. Sano! Brot? Aber da haben wir es wieder. Es ist Weißbrot! Oh. Wir haben so ein Vapiano-Gericht mit Shrimps. Die Soße liegt recht lecker. Das ist gesund. Ja. Das. Okay, Leute, das ist so Knoblauchsoße. 29 Euro irgendwas. Ein paar Cent. Also 29 Euro irgendwas gekostet. Also gute 30 Euro. 15 Euro pro Gericht. Und das ist das Geld, das auf dem Tisch liegt. Mein Sparschwein. Ja, ist gut. Also Shrimps mit Salat, Knoblauchsoße. Richtig gut, oh mein Gott. Käse. Mhm. Ja. Also kann ich nicht hier warten. Was, ganz ruhig. Du musst die Soße drauf verteilen, glaub mir. Okay, also Soße hier so drauf verteilen. Das ist genau mein Ding. Das ist so lecker. Was? Das freut mich. Das ist wild. Es ist verdammt lecker. Mm. Ganz ehrlich, das Beste bis jetzt. Was genau hast du bestellt? Also, was hast du gesagt? Wie heißt das Gericht? Ich habe sie gefragt, was ist das beste Salat? Ich habe sie gefragt. Was? Wie heißt das dann? Du willst auch wissen, was du bestellst, oder ich nicht? Ich denke so Salat und Mischung aus Salat. Cesare con Gamberetti. Okay, ob ich... Cesare con Gamberetti. Cesare con Gamberetti. 20. Ich muss sagen, dass... Oh mein Gott. Es ist wild. Du bist wild. Zieh dich aus, Süße. Okay, ganz ruhig. Das erinnert mich gerade voll an den letzten Tag in Portugal, als wir Mittagessen waren. Kennst du das nicht, wenn du so etwas isst, was du mal irgendwo anders gegessen hast und dann kriegst du so Flashback? Ich krieg das nicht beim Essen, sondern wenn ich aufs Klo gehe und der Toilettensitz sich so anfühlt wie woanders. Wenn ich zum Beispiel mich oft bei einem Kollegen auf dem Toilettensitz setze und es ist so warm und so geschmeidig weich, dann weiß ich, ah, es ist wie zu Hause. Aber dein Zuhause, wo du den Tag zurückkommst, um 3 Uhr nachts oder so. Ja. Bitte halt mal, ich schwöre dir, ich gehe aktuell nicht mal raus. Ich bin nur am Videoschneiden, lass mich in Ruhe, okay? Voll wie los. Man wird immer kritisiert. Früher, als ich mehr, dass ich feiern war oder rausgegangen bin, wurde ich kritisiert dafür, dass ich rausgehe. Jetzt, wo ich die ganze Zeit zu Hause bin und Videos schneide, nennst du mich hobbylos. Was ist los mit dir? Was soll ich mich in Luft auflösen oder was? Geh raus am Mittag und komm am Abend. So 20 Uhr, 19 Uhr. Ah, okay. Oder geh mit deinen Freundin. Oh, zieh dich aus.
Sarah ist heute richtig glücklich wegen der Deutschschularbeit, man merkt. Ja. Und dann sagt sie, das Salat. Mein Vater sagt, das Salat. Mein Vater sagt, 24. Es ist nur noch so Salat und aber so. Aber bewertet mal. Ich finde, das ist das allerbeste bis jetzt in dem Video. Gesundheit 10 von 10, ja. Ganz klar. Geschmack 100 von 10, es ist so gut gerade, oh mein Gott. Ich liebe es. Also ich glaube, diesen Tag wird sie halt nicht mehr toppen. Gesundheit 10 von 10, wirklich. Sehr gut getroffen, das sind so gute Salatblätter, das ist top. Geschmack her? 10 von 10. Es ist wirklich geisteskrank gut. Also die Shrimps sind geil, der Salat ist geil und diese Soße damit irgendwie, ich bin nicht so ein Salatesser, aber wenn man es mit dieser Soße und Shrimps vermischt, dann kriegt man noch viel Salat runtergeschaufelt, weil dann ein geiler Geschmack entsteht. Ja, weil es dann nicht so trocken ist. Sano, warte, warte. Kannst du, darf ich dir offiziell sagen, dass du das Geld behalten darfst? Du darfst das Geld behalten, Sano. Okay. Okay. Also an Tag 7 werden wir versuchen, Armin wieder herzukriegen. Tag 6 ist hiermit beendet. Warte, bleib mal schon. Sano, bitte. Wir sehen uns an Tag 7 und somit den letzten Tag. Tschüss, Babes. Okay. Tschüss, Babes. Okay. Hallo, das ist meine Kasse. Du musst gehen. Keine Mitarbeiter darf hier sein. Ich will sehen, Sano. Ich will sehen. Ich will auch bei dem Modegeschäft alles sehen, wie viel Geld sie haben. Sag einfach, wie viel drin ist, Sano. Nein, du wirst erst morgen sehen. Morgen arbeite ich nicht mehr. Deswegen zeige ich es dir. Am letzten Tag zeigst du, wie viel du gespart hast? Ja. Echt? Okay. Tag 7 ist endlich da. Wir sind angekommen am allerletzten Tag von diesem Projekt. Wir haben 6 Tage schon hinter uns. Sano nur freut sich, weil das Projekt endlich endet. Weil Sano hat gar keine Ideen mehr, was sie holen soll. Sano, wie war das Projekt bisher für dich? Mega. Also ich durfte jeden Tag essen. Ja. Es war cool, mal nicht holen zu müssen. Ja. Weil letztes Jahr, in den letzten Videos, habe ich immer geholt. Ja. Dessert, das ist stimmt. Dieses 7-Länder-Video, das habe alles ich geholt. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt, wie chillig es ist, immer einfach da zu sitzen, Augen zu schließen. Armin hat eine extrem lustige Geschichte, aber die können wir nicht erzählen. Yeah. Er ist heute mit einer der lustigsten Geschichten jemals zu uns gekommen. Wir haben auf ihn gewartet, okay? Er hat länger gebraucht, wir haben auf ihn gewartet. Ich kann nicht die Geschichte erzählen, okay? Aber ich rufe ihn, er musste wo sein, okay? Und ich rufe ihn an und sage, Armin, kommst du zu uns? Also ja, ich fahre jetzt los. Dann rufe ich ihn 20 Minuten später nochmal an. Ich so, Bro, wo bist du schon? Und er so, ich bin bei Burger King, ich will essen. Wir drehen ein Essensvideo, wir warten auf ihn und er war bei Burger King essen. Und dahinter ist sein Essen, schon. Du warst bei Burger King und hast mir kein Long Chicken mitgenommen. Ich habe sogar Long Chicken gegessen. Heute ist Freitag. Die Kinder haben jetzt Wochenende. Willst du uns einen Tipp geben dafür, was du heute so holst? Und wir versuchen zu erraten. Bevor das könnt ihr aber nicht erraten, Mensch. Ich einen Tipp geben, ihr könnt das nicht erraten. Naja, ja. Eigentlich schon. Ich meine, wir wissen, wo du es holst. Ja, du hast gesagt, du brauchst circa 15 Minuten hin. Und trotzdem, ich würde es niemals erraten. Niemals. Okay, gib mal einen kleinen Tipp. Aber das darf nicht zu viel sein. Hat es Salat? Ja. Aber ich sage euch nur eins, es ist nicht nur Salat. Okay, ja, ja, schon klar. Sonst wäre es ja nur Salat. Was? Ihr könnt mir jetzt sagen, was ihr denkt, aber ich sag nicht ja oder nein, ich sag nichts. Okay. Ihr könnt mal, nein, bitte raten, ich habe Angst, wenn ich es wirklich erraten. Nein, nein. Würde es irgendwas von Türkis? Ich sag nichts. Was, Olum, was habe ich vor einer Sekunde gesagt? Ja, ey, du brauchst nicht zu antworten. Ja, Olum. Was ist hier? Man. Sano, gib deinen scheiß Füße runter. Sano, du hast schon mich letztens einmal abgezogen, okay? Ich habe heute wieder leider nur ein 100er. Nein, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich meine es ernst, Sano, okay? Auf einmal, ganz kurz, auf einmal. Das komplette Restgeld holt sie in München. Nein, hol doch keine München. Sano, ich schwör's dir. Bitte, Sano, bitte bring mir mein Restgeld. Ich will einen glatten 50er zurückhaben. Verstehst du mich? Ich brauche 50 Euro zurück, okay? Wieso hast du nicht kleine abgegeben? Das Problem ist, ich habe das von Mama genommen und ihr 100 Euro überwiesen, weil ich zu faul war, abheben zu gehen. Auf einmal, Sano kommt in 2,5 Stunden zurück mit München. Bershka Sack. Nein. Viel Spaß. Essen holen und bitte 50 Euro holen, okay? Ich mein's ernst. Du warst nie der Fehler, es war doch egal. Was? Sano, Baby, letztes Wort. Ein letztes Mal rausgehen. Ich gebe 60 Euro. Dieses Scheiße. Sano, bring mein Geld zurück, Mann. Sano ist schon oben, sie ist schon bei der Tür und die warten hier. Armin, zeig mal, wie du gerade deine Glatze getrocknet hast. Zeig das nochmal. Leute, schaut mal, wie er das macht. Hallo Sano Baby. Ich darf nicht sehen, okay? Nein. Okay, komm rein. Augen zu, Augen sind zu. Lass uns raten diesmal, okay? Warum machen wir unsere Augen zu? Das Essen ist gar nicht da. Okay. Noch immer Augen zu. Siehst du? Okay. Nicht anfassen. Sano, hol es raus.
Die Zwiebel. Ah, du Scheiße. Okay. Oh, das sieht so geil aus. Okay, Sarah, versuch mal zu erriechen. Ich riech nichts. Da. Ja, versuch mal. Ist so wie was Warmes? Okay, ja, natürlich riechen wir nichts. Da ist Plastik drüber. Ja. Ich habe ein Ding, woher es sein könnte. Ja. Akakiko? Genau. Was? Mach auf. Oha. Oh. Es ist Chicken. Das hat am meisten viel gekostet. Ja. 40 Euro. Erstmal das Allerwichtigste, die 50 Euro. Leute, das sind Cashewkerne. Schaut euch das an. Mit Reis. Also es ist Cashew Chicken Menü. Das hatten wir tatsächlich noch nie. Also das. Wieso soll ich weinen? Wie soll ich Reis damit essen? Hallo. Du bist auf Lana, du musst das lernen. Was? Aus irgendeinem Grund, so Cashews mit Reis ist voll nicht meins. Wie findest du es? Ganz ehrlich? Ja. Okay. Ist also, okay? Sag ok. Es ist ok. Armin, was mit dir? Hä? Ich mag es gar nicht. Es schmeckt dir nicht? Ja, also es schmeckt mir so weh, dass ich es nicht immer runterwürgen würde. Der Reis ist auch nicht gesalzen, habe ich gesehen. Der Reis schmeckt nach nix. Der Reis klebt auch voll. Das Hühnchen ist viel zu hart. Oh mein Gott, das Hühnchen schmeckt irgendwie, als wäre es nicht durch. Ich sag ja, genau, ist urhart, Mann. Oder? Ja. Ich habe auch nur das Hühnchen gegessen. Ich habe schon bei dem Restaurant bessere Sachen gegessen, auf jeden Fall. Ich bin auf die Website gegangen, ich habe Gerichte angeschaut. Ich fand das gesund und es sah gut aus. Deswegen habe ich das genommen. Ich meine, gesund ist es eh schon. An. Es ist Reis mit Gemüse und Fleisch. Ich finde es lecker eigentlich. Wirklich? Also ich würde es mehr... Ja? Ich würde es mir... nicht kaufen. Aber jetzt mal ganz kurz, schaut euch mal das Fleisch an. Wirklich? Es sieht saftig aus. Schaut es so aus, als ob es durch wäre? Das Fleisch sieht nicht ganz durch aus, aber vielleicht ist es traditionell. Ja. Zum Beispiel Bahnfilme ist ja auch sehr traditionell. Was? Ich finde, ich habe die 9 Euro verdient, aber... Wir müssen mal die Bewertung abgeben, auf fairer Basis. Ja. Gesund, 10 von 10. Meinte? Sonst? Okay, aha. 1 von 10. Geschmack 1 von 10. Ja. So Gesundheitsstatus sage ich auch, 10 von 10. Ja. Aber Geschmack, wenigstens hat sie noch ein bisschen gegessen. Ich habe ein bisschen gegessen, wo habe direkt weitergegeben. So. Okay. Bah! 0. Ich sage Gesundheit, Cashewkerne und so sind generell sehr gesund und Hühnerfleisch 10 von 10, keine Frage. Wenn ihr Fitness macht, sind Brokkoli und Hühnchen wirklich das Wichtigste. Das sind so die proteinhaltigsten Lebensmittel, die ihr euch holen könnt. Ich will so früh wie möglich mit Sport beginnen. Also wirklich. Ja, aber du spielst ja Volleyball, das ist ja Sport. Nein, Sport meinte ich Fitness halt. Und was willst du machen? Also so, was sind deine Ziele dann? Also wenn du trainierst, jeder zu sein. Ich will mal erstmal schauen, wie es dort ist. Dann fühle ich mich ein bisschen. Hä, hey, Sano, bitte, darum geht's nicht. Man hat Ziele, okay? Ja, man hat Ziele. Ich will einen kranken Körper haben. Sano, Geschmack würde ich sagen 5 von 10. Es ist nicht so das Weiße vom Ei oder es ist nicht unbedingt so die Torte auf der Kirsche, versteht ihr? Aber deine Aufgabe war es ja, dass du was bringst, was gesund ist. Wir haben immer den Geschmack auch bewertet, aber hauptsächlich geht es um Gesundheit und du hast von jedem 10 von 10 bekommen. Das heißt, die 9 Euro, Sano, darfst du behalten, okay? Yay. Viel Spaß, die 50 Euro habe ich Gott sei Dank wieder. Wir haben 7 Tage lang gedreht, Sano hat 7 Tage lang überzeugt. Also das war gut. Außer ihre Freude, weil es jetzt vorbei ist. Ja. Sana, du musst nicht mehr holen. Aber du hast ja jetzt mal Geld bekommen. Aber Hauptsache, bis vor kurzem hat sie sich die ganze Zeit beschwert. Hey, warum holt sie immer? Sano sollte jetzt ihr Sparschwein herzeigen. Bitte. Damit wir sehen, wie viel Geld. Bitte. Du hast gesagt, du zeigst am letzten Tag. Ich wette, sie sagt das. Hol mal dein Sparschwein. Nicht. Hol einfach. Also zeig mal, was ist geblieben. Okay, ich wundere mich, dass da immerhin ein 20er scheint. Okay. Ist das ganze Geld vom Essensvideo? Nein. Nein. Dann brauchst du es nicht zählen, Sano. Wir machen dir nicht Sparschwein plündern, sondern. Aber nein! Okay, warte, zeig mal die Münzen. Warte. Sano, ich nehme dir das Geld nicht. Euro? Ja, maximal 40 Euro. So viel zum Shoppen. Ich werde jetzt wirklich fett durchziehen zu sparen. Ich habe mir vorgenommen. Ach, wir alle sagen das, ja. Ich werde jetzt wirklich fett sparen. Bis Black Friday. Ja. Bis Black Friday ist ein Monat. Ja, dann schaffe ich locker easy. Wie viel? 100. Ja, toll, weiter. Überall in Wohnungen gibt es 1 Euro, 2 Euro oder so. Piep, 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 wir haben alle lieb. Okay. 7 Tage. 7 Tage Essen ist beendet. Nächstes Mal mache ich mit ungesundem Essen. Na, oh. Ja. Okay, das ist unfair. Nein, ist nicht unfair. Wieso?
Du hast schon genügend diese Videos gemacht. Ich will auch. Ich könnte jeden Tag 10 von 10 machen. Ja, das ist das Problem. Armin. Und bei ihm nicht? Ja, ja, aber er hat noch nie Essen geholt. Platzbonus! Darauf freue ich mich. Es war sehr unterhaltsam. Ja, es war sehr. Es war wichtige Frage: Was war euer Lieblingstag? Ja. Eben darüber reden. Lieblingstag. Mein Lieblingstag? Ich glaube, mein Lieblingstag war Chiköfte. Chiköfte? Oh, mein Lieblingstag auch. Ich liebe dich. Oh mein Gott, ich liebe Chiköfte. Lass Chiköfte-Date machen. Ja! Chiköfte ist so geil. Chiköfte ist meine einzige wahre Liebe. Ich und Chiköfte sind Besties. Ich und der Mitarbeiter sind auch Besties, weil ich sehen darf. Wow, wow, was? Was? Nein, Spaß, ich kenne ihn auch, der ist nett, ja. Ja? Und schlechtester Tag heute, ich kann es nicht mehr riechen. Bester Tag für dich war der erste und der schlechteste der letzte? Ja. Armin, für dich? Armin war bei Sushi nicht dabei und bei Bowls. Nein, nein, er war bei Sushi und bei Vapiano nicht Vapiano. Dabei. Oh, warte mal, ich hätte bei Vapiano dabei sein Moment sollen. Mal. Warte, warte, stopp, 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 stopp. Ich will meine Meinung ändern. Was, was? Der beste Tag war Vapiano. Ich hab das komplett vergessen. Das war eindeutig das Beste. Eigentlich, ich hätte bei Vapiano dabei sein müssen, aber ich komme von Arbeit schwarz mit diesen ganzen Scheißdings. Ich komme, ich renne durch diese Scheißkälte, weil ich wollte nicht, dass meine Kleidung dreckig wird. Mr. Chefkoch hier hat vergessen, mir Bescheid zu geben, dass ich nicht kommen soll. Ich klopfe, er macht die Tür auf, er sagt so, wir haben schon aufgenommen. Das war ja an Tag 6, wo wir Vapiano gemacht haben. Es war ja an Tag 6, wo wir Vapiano gemacht haben. Und ich hatte mit Armin vereinbart, dass er um 16.30 Uhr zu uns kommt, dass wir das Video drehen. Und das habe ich vergessen. Dann haben wir das Video gedreht um 15 Uhr. Um 16 Uhr circa war es zu Ende, 16.30 Uhr, wie auch immer. Armin kam um 16.40 Uhr oder so. Und er kommt dann, es läutet, ich mache auf und Armin steht da. Und ich habe sofort realisiert, scheiße, ich habe vergessen, ihm Bescheid zu sagen. Armin, tut mir leid. Ich hab's vergessen. Bester Tag und schlechter Tag? Also so, bester Tag war das jetzt, sorry. Armin, warte ab. Was war das? Was willst du machen? Okay. Ich schmeiß dich wieder weg, weil kocht du das Fenster. Chiköfte auf Jansen, es bleibt auf die Eins. Okay. Und schlechtester Tag war sowas. Also. Das heute? Ja. Okay. Also als ich das gegessen habe, sind so schon die letzten drei Haare, die ich hatte, auch noch ausgefallen. Also. Du hast Haare? Der beste Tag für mich war auch Vapiano. Also Vapiano hat echt gut geschmeckt. Meine Organe hatten dann Hochzeit. Das Schlechteste war leider heute. Schreibt ihr auch in die Kommentare, welcher Tag für euch am besten ausgeschaut hat und ob Sano performt hat. Hat Sano geschafft, gesundes Essen zu bringen? Ich weiß ganz genau, in den Kommentaren werden Leute schreiben, oh mein Gott, wie könnt ihr sagen, dass das gesund ist? Ihr wisst nicht, dass das ist nicht gesund, okay? Ich weiß ganz genau. Man kann draußen... Wenn ihr sowas macht, ich mach Statement auf TikTok. Ja, Statement auf TikTok mit Tanzen und so. Und auch so, right for left. Das war's mit dem Video, danke fürs Zuschauen, das hat echt Spaß gemacht, das war ein langes Projekt. Wir reisen nächste Woche nach London für ein Projekt, das im November kommt. Also November wird sehr geil, wir freuen uns darauf. Smash! Okay, passt auf euch auf. Lasst einen Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, um in Zukunft nichts zu verpassen. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um euer Leben in den Griff zu bekommen, wenn es scheiße läuft. Ja, das war... Armin, hast du wie Fuß? Nein, das war schwul. Okay, okay. Dann heißt es nur noch, das war's, auf Wiedersehen und Hasta la Vista!